I will shake away the cloudy skies with California lullaby. Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute würde ich euch ganz gerne mal meine Haustiere zeigen, euch einen kurzen Überblick verschaffen. Ich habe mir im letzten Video fünf Hunde gekauft, und würde euch jetzt ganz gerne einfach mal einen Überblick geben über die Haustiere, die ich so habe. Es sind noch nicht viele, das als Vorwarnung. Das ist nämlich alles hier, was ich habe. Also es ist wirklich jetzt keine Riesenausbeute bisher. Am meisten habe ich jetzt echt von den Hunden. Also da habe ich hier einmal den Schwarzen, der jetzt schon drin ist. Dann den schüchternen Terrier, der Schwarze, das ist der Kühne. Der Schüchterne, der Muntere, der Treue. Den, glaube ich, mag ich am liebsten. Der ist richtig süß. Und der Eifrige. Und die sind einfach so süß. Ich liebe die Animationen. Ich finde, die sind richtig, richtig gut geworden. Dann habe ich hier mein eigentlich Lieblingstier, den Schneefuchs. Und zwar den Weißen. Das ist der, der so, unfassbar teuer ist. Also der kostet leider eine ganze Stange Geld. Oder Starcoins. Dann habe ich das Goldblatt-Eichhörnchen. Und wo ist das jetzt hin? Hä? Habt ihr es gesehen? Das ist weg. Hä? Was? Ach, das ist hier außen. Oh Mann, bin ich jetzt erschrocken. Warum auch immer du außen gelandet bist. Gehst du bitte in die Tasche? Dankeschön. Oh Mann, jetzt dachte ich schon, mein Pet wäre verschwunden. Das ist nämlich, ich habe das bestimmt mitbekommen, ihr kennt doch bestimmt den Kanal Sap. Dem ist nämlich ein, ich glaube, das war auch ein Fuchs, glaube ich, aus dem verschwunden. Und ja, da ist er wohl jetzt gerade dabei, also zumindest ist das der Stand, auf dem ich bin, dass er da mit Star Stable halt darüber redet, wie er den wiederkriegt irgendwie. Jetzt habe ich schon einen kurzen Schreck bekommen, jetzt dachte ich, bei mir wäre auch einer verschwunden. Aber alles gut, hier mein Eichhörnchen ist nach wie vor da. Ich glaube, das Eichhörnchen war mein allererstes Pet, was ich mir gekauft habe. Also so der allererste Gegenstand für die Satteltasche war bei mir, glaube ich, hier das Eichhörnchen. Dann habe ich den Dalmatiner-Welpen. Der ist auch super süß. Ich mag nur die Augen. Ich finde die schon ein bisschen gruselig aus. Und es ist halt schade, dass man den nicht aus der Tasche nehmen kann. Dann habe ich hier die Blumen. Einmal die hier. Und die hier. Ich glaube, die waren beide vom Valentinstag. Rosa Blumenstrauß. Ja, genau. Die waren beide vom Valentinstag. Und dann habe ich noch die hier. Genau, das war zum ersten Geburtstag von Star Stable. Gab es hier diese bunte Mischung. Und ich finde die Blumen auch echt schön. Ich hatte jetzt ganz lange die hier in der Satteltasche drin. Ich fand, dass es zum Outfit so schön gepasst hat. Und ja, die Blumen sind auf jeden Fall was Klassisches. Das gefällt mir sehr gut. Dann habe ich hier den Token. Den bekommt man, wenn man die Quest fertig bringt mit den Token-Bildern. Und ich bin so froh, dass ich die fertig habe. Ich mag diese Suchquests überhaupt nicht. Also die, ja, wo man selbst irgendwas finden muss. Ich hänge da immer ewig dran. Ich bin froh, dass ich sie geschafft habe. Und jetzt, ja, habe ich diesen Token. Ich habe den aber ehrlich gesagt noch nie benutzt. Dann das Einhorn-Plüsch-Starschein. Ich glaube, das war von dem Code. Da gab es einen Gutscheincode von dem Einhorn. Ist auf jeden Fall sehr, sehr süß. Aber warum eigentlich Einhorn? Sage ich das nur? Ich glaube, ich sage das nur falsch, ne? Weil ein Einhorn ist es ja nicht. Dann Valentinstags-Plüsch-Pferd. Und was stand hier? Plüsch-Starschein. Ja, ich sag immer nur Einhorn, aber es ist gar kein Einhorn, es ist ja ein Pferd. Genau, das war auch vom Valentinstag mit dem Herzen. Das gefällt mir auch nach wie vor super gut. Ich finde es so süß. Und dann, da hatte ich auch ein Video zu gemacht, habe ich hier noch den weißen Teddybär. Der hat, glaube ich, 249 Starcoins damals gekostet. Also ganz schön teuer, nur für so einen Teddy. Aber ich finde, der schaut echt süß aus. Ich mag den. Ich mag auch diese, ja, dass man so die Nähte sieht. Ich komme da mal näher ran. Hier so mit den Details, finde ich, ist echt ganz gut gelungen. Also ich finde den nach wie vor richtig süß und der passt halt echt zu vielen Outfits dazu. Aber natürlich bin ich gerade der größte Fan von meinen Terriern. Hatte gerade den Schwarzen drin, aber ich glaube, ich nehme jetzt den hier wieder, weil der ist einfach, ich finde den ja so toll. Der ist so süß. Und ja, das war es auch schon. Das ist alles, was ich an Haustieren habe. Ach halt, ja, das Lasso habe ich natürlich noch, ne? Das ist aus irgendeiner Quest gewesen. Ich weiß schon gar nicht mehr aus welcher. Genau. Ja, aber das müsste jetzt eigentlich auch schon gewesen sein. Mehr habe ich gar nicht für die Satteltasche. Also hier ist, ja, alles leer.
Das hier ist alles. Das Lasso finde ich an sich auch cool. Gerade so jetzt für diesen Western-Stil macht das was her. Es ist nur schade, dass man das nicht direkt an den Sattel machen kann, weil dann sähe es irgendwie besser aus, als wenn es so in der Satteltasche ist. Oder wenn man das kombinieren könnte, Lasso und Pad gleichzeitig drin oder so. Aber gut. Ja, das war's auch schon. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr so für Pets habt und welche ihr am liebsten bei euch habt, wenn ihr in Jorvik unterwegs seid. Und dann, ja, bedanke ich mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!